In der evangelisch-lutherischen Kirche wird nämlich am kommenden Samstag ein neuer Bischof gewählt. Michael Bünker geht noch in diesem Jahr in Pension. Drei Kandidaten wurden dafür von den jeweiligen Superintendentialversammlungen aus den Bundesländern nominiert. Theoretisch könnte übrigens auch eine Frau Bischöfin werden. Es sind allerdings drei Männer, die nun zur Wahl antreten. Der ehemalige Direktor der Diakonie, Michael Kalupka, der oberösterreichische Pfarrer und Senior Andreas Hochmeier und der Kärntner Superintendent Manfred Sauer. Markus Maschalek berichtet. Türen öffnen, auf andere zugehen, behüten und leiten. An einen Bischof gibt es viele Erwartungen. Wer kann sie erfüllen? Andreas Hochmeier stellt sich der Wahl. Der Bischof ist einer, der für die gesamte Kirche, für die ganze Breite der Kirche zuständig ist und der auf das gut aufpasst. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, dass man auf etwas, was einem gegeben ist, anvertraut ist, dass man sich um das kümmert. Sich kümmern, für seine evangelisch-lutherische Kirche da sein. Das möchte auch Manfred Sauer. Auch er ist als Kandidat für die Bischofswahl nominiert worden. Teamfähig ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir sind eine Kirche, die demokratisch organisiert ist. Entscheidungen werden immer gemeinsam getroffen. Und noch ein Nominierter steht zur Verfügung, Michael Kalupka. Der langjährige Direktor der Diakonie sieht das Bischofsamt eingebettet in ein Leitungsteam, die Synode. Der Bischof repräsentiert das, was die Synode vorgibt. Er spricht das aus und er bringt das Evangelium zur Sprache. Da unterscheidet er sich nicht von der Pfarrerin, vom Pfarrer, sondern er macht das für ganz Österreich. Er ist sozusagen ein gesamtösterreichischer Pfarrer. Der Herr sei mit euch. Seit 1991 ist Michael Kalupka als Pfarrer ordiniert und in vielen Ämtern und Funktionen der evangelisch-lutherischen Kirche tätig gewesen. 24 Jahre lang war er Diakoniedirektor und Mahner für Menschlichkeit und soziale Gerechtigkeit. Was wäre für ihn als Bischof wichtig? Das eine ist, möglichst viel kennenlernen, möglichst viel zuhören. Ich habe in vielen Pfarrgemeinden in Österreich predigen dürfen. Kenne sehr vieles, aber es gibt noch viel mehr. Das Zweite ist, mit der Bundesregierung ins Gespräch kommen, denn es braucht ein deutliches Zeichen, um das Vertrauen wiederherzustellen, das bei dieser Karfreitagslösung zerstört worden ist. Und das Dritte ist, wo Kirche jetzt gefragt sein wird, ist die Frage der Bewahrung der Schöpfung. Klimagerechtigkeit ist das Thema, das uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird und beschäftigen muss. Besuch bei einem Gottesdienst der Waldenser Gemeinde in Palermo. Die Waldenser hier sind eine reformatorische Minderheit. Vieles kreist um Menschen mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund. Themen, die in der Gesellschaft, aber auch in den evangelischen Gemeinden durchaus kontroversiell diskutiert werden. Als Direktor der Diakonie in Österreich hat Kalupka immer wieder klare Position bezogen, einen fairen Umgang mit Flüchtlingen eingemahnt und versucht bei keinem Thema den konkreten Menschen aus den Augen zu verlieren, so heftig auch die Diskussionen sein mögen. Man darf seine eigene Meinung nicht über alles stellen, sondern es geht darum, auch hier die Einheit zu wahren, weil wir ja alle vor Christus stehen. Ortswechsel nach Kärnten. Der Karfreitag muss ein Feiertag bleiben, fordert der Kärntner Superintendent Manfred Sauer und setzt mit einer Protestaktion am Beginn der Fastenzeit ein deutliches Zeichen. Mit Unterstützung von katholischer und altkatholischer Kirche richtet er seinen Appell an die Regierung. Stellung beziehen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Manfred Sauer sieht sich in einer engagierten Kirche, die Partei ergreift und sich für Schwache und Hilfesuchende einsetzt. Das versteht er auch als Auftrag im Bischofsamt. Wichtig ist eine gute Kenntnis der evangelischen Kirche, so wie sie organisiert und aufgebaut ist. Erfahrungen in der Gemeindearbeit, glaube ich, sind wichtig. Es ist Führungskompetenz wichtig. Es gibt unterschiedliche Leitungen und Gremien auf allen Ebenen unserer Kirche. Auch da ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man hier Erfahrungen mitbringt. Der gebürtige Burgenländer hat in Wien und Hamburg evangelische Theologie studiert und ging dann nach Kärnten. 2001 wurde Sauer zum Superintendenten gewählt und vom Bischof Herwig Storm in sein Amt eingeführt. Gemeinde mit deinem Ja. Ja, mit Gottes Hilfe.
Seit Studienzeiten geht Manfred Sauer mit Renate, seiner Frau, die ebenfalls Pfarrerin ist, gemeinsam durchs Leben. Ihre vier Kinder sind erwachsen. Zahlreiche Projekte und Initiativen in den Bereichen Bildung, Kunst und Kultur hat Sauer initiiert, etwa den Verein Denkraum. Besonderes Anliegen ist ihm das Zurückholen von Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, und der Dialog, etwa in Form von Gesprächsrunden. Sein Angebot: trifft den Superintendenten im Kaffeehaus. Oberösterreich, die evangelisch-lutherische Pfarrgemeinde in Weilern. Hier ist Andreas Hochmeier seit 2004 Pfarrer und möchte, wie er sagt, der Mitte seiner Kirche ein Gesicht und eine Stimme geben. Seit einigen Jahren ist er auch Stellvertreter des Superintendenten in Oberösterreich und Mitglied der Synode. Ich komme stark aus der Jugendarbeit. Mir ist wichtig, dass wir für Jugendreferentinnen und Jugendreferenten, für Diakone, Diakoninnen, da haben wir gute Personen, und es wäre wichtig, dass wir die stärken, dass wir sie ausbilden und fortbilden und dass wir den Wurzeln dieser unserer Kirche ein gutes Fundament geben. Sich für die Basis einsetzen, integrativ und verbindend wirken, das sind formulierte Ziele von Hochmeier. Das Know-how aus dem Absolvieren des psychotherapeutischen Propädeutikums sei ihm dabei oft sehr hilfreich, um Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Einerseits gehe es ihm um die Stärkung der evangelischen Identität. Auf der anderen Seite ist mir wichtig ein mündiger Glaube. Was heißt es, im 21. Jahrhundert zu glauben, Hoffnung und Halt zu geben? Und dieser Glaube, dass der ganz praktisch wird für die Menschen, die uns wirklich brauchen. Dass man auch gemeindediakonisch unterwegs ist und dass man die diakonischen, großen diakonischen Einrichtungen, die diese Kirche ja Gott sei Dank hat, dass man die verknüpfen mit der Gemeindewirklichkeit. Dass man die Gemeinden stärken, und wo einladende, fröhliche Gemeinden sind, dann wird sich das auch auswirken auf unsere Kirche und auf hoffnungsvolle Zukunft. Gottes Geist, öffne unsere Herzen und unsere Hände. Andreas Hochmeier möchte seine Kirche als einladende und fröhliche Kirche in die Zukunft führen und innovative Wege in der Nachwuchsförderung für kirchliche Berufe beschreiten. Drei Kandidaten also wurden von den 7 österreichischen evangelisch-lutherischen Diözesen in Österreich nominiert. Manfred Sauer aus Kärnten ist bereit. Auch Andreas Hochmeier aus Oberösterreich stellt sich der Wahl, die von einer rund 70-köpfigen Wahlsynode mit Vertreterinnen und Vertretern aus allen Diözesen am 4. Mai in Wien abgehalten wird. Und Chancen darf sich nicht zuletzt Michael Kalupka ausrechnen, als einer von drei Männern, die die evangelisch-lutherische Kirche als Bischof in die Zukunft führen möchten.